Die Marktgemeinde Kaindorf ist ein idyllischer Ort mit 2.935 Einwohnern inmitten der oststeirischen Hügellandschaft und sie ist das Zentrum der Ökoregion. Einmal im Jahr steht hier für 2 Tage der Radsport im Mittelpunkt des Geschehens. Aus ganz Österreich und den benachbarten Ländern kommen Hobby-Radsportler, um 24 Stunden lang zu radeln. Was ist der Beweggrund, rund um die Uhr auf dem Rad zu sitzen? Mir gefällt es, lange Distanzen zum Fahren, und ich habe Freude drauf, und es gibt zwar Tiefs, aber es kommt nach jedem Tief wieder hoch, und das ist einfach die Motivation beim Anrennen. Ja, weil es ein Teil von der Austria Top Tour ist und in der Altersklasse momentan Erster bin, und da muss ich durch. Der Platz um das Sportzentrum Kaindorf wird zum Campingplatz. Doch hat man überhaupt Zeit zum Schlafen? Ja, gar nichts. Also man schläft gar nichts, also man fährt durch. Ein bisschen zum Auto fahren, was trinken holen, Gewand wechseln, und das war's. Mit rund 900 Teilnehmern aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland ist die Ultrarad-Challenge das nunmehr größte Rad-Event in der Steiermark. Den 24-Stunden-Rad-Event hier in der Ökoregion Kaindorf gibt es seit 12 Jahren, heuer zum zweiten Mal unter dem neuen Titel Ultrarad Challenge. Es stehen Radbewerbe über 24, 12, 6 und 3 Stunden am Programm. Die Königsdisziplin ist natürlich das Rennen über 24 Stunden. Für alle, die nicht ganz so lange im Sattel sitzen möchten, bietet sich die 12 Stunden Classic Challenge an. Und für alle Radmarathon-Fans gibt es Bewerbe über 6 und 3 Stunden. Pünktlich um 18 Uhr wird das 24-Stunden-Rennen gestartet. Insgesamt nehmen 94 Radsportler, darunter 8 Damen, die Herausforderung, so viele Runden wie möglich zu fahren, an. Es besteht auch die Möglichkeit, sich die 24 Stunden zu teilen. Ja, eine tolle Sache für Firmen und auch Vereine sind eben die Teambewerbe im 24-Stunden-Bewerb. Hier gibt es eine eigene Firmenwertung und eben verschiedene Wertungen in 4er- und 10er-Kategorien. Auch ein Profiteam tritt in der 4er-Kategorie an. Wir sind mittlerweile mit unserem WSA-Team das 12. Mal mit dabei, weil die Firma WSA, die gleichzeitig unser Hauptsponsor beim WSA Bushbikers Team ist, auch der Hauptsponsor dieser Veranstaltung hier in Kaindorf ist. Und das ist für uns zum einen eine Verpflichtung und zum anderen auch eine Freude, da mit dabei zu sein. Wir haben 4 Fahrer am Start. Die ersten 12 Stunden hat der Stefan Böll abgewickelt und dann 3 Fahrer, jeweils 4 Stunden. Das war der Stefan Kolb, der Mika Vermeulen und jetzt zum Schluss noch der Hans-Jörg Leopold. 24 Stunden, glaube ich, ist ein bisschen, war mir ein bisschen zu hart, aber sagen wir 12 Stunden wäre vielleicht einmal Überlegung wert. Die Strecke führt über knapp 18 Kilometer durch das oststeirische Hügelland und auf dem Kurs verteilt befinden sich mehrere Radfeste, wo die Fahrer von zahlreichen Zuschauern angefeuert werden. Eine besondere Schlüsselstelle ist der Weichselberg mit einem knapp 1 Kilometer langen Anstieg. Kurz vor der Durchfahrt in Kaindorf gibt es eine rasante Abfahrt. Anschließend folgt noch eine Schleife im Start-Ziel-Bereich, wo auch der Wechsel bei den Teams durchgeführt wird. Im Rennverlauf zeichnen sich von Beginn an die Favoriten ab. Philipp Kaider vom Verein KK Cycling AT bei Trott fährt die erste Runde in einer Zeit von 25:11 und führt damit erst einmal knapp vor Maximilian Kritzinger vom RC Griskirchen und Richard Melek. Die Rundenzeiten der Spitzenfahrer liegen bei einem Rundenschnitt von ungefähr 32 bis 34 Minuten. Das ist immerhin eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 37 km/h. Bei den Damen dreht Anke Heineken konstant ihre Runden. Ihr Schnitt liegt bei 39,22 für eine Runde. Nach 10 Gefahrenen hat sie ihre Gegnerinnen bereits überrundet.
Zum Vergleich, der Profifahrer Stefan Pöll hat beim Team WSA Pushbikers die ersten 12 Stunden übernommen und fährt einen Rundenschnitt von 29,04. Während die Sportler durch die Nacht radeln, gibt es in Kaindorf und bei den Radfesten Party- und Rahmenprogramm. Hier am Weichselberg werden die Fahrer die ganze Nacht über angefeuert, denn jetzt ist es für die Sportler gerade die schwierigste Zeit des Rennens. Also die Nacht ist sehr lang, kann sehr lang sein. Und auf so einer Strecke wie diese schwierig von der Beleuchtung her. Und da muss man immer aufpassen, um die Jahreszeit natürlich Rehe oder anderes Wild. Ja, aber mit einem guten Team hinter sich übertaucht man die Nacht ganz gut. Also die schlimmste Zeit war so nach 12 Stunden eigentlich. Dann kam ziemliches Tief und bis es dann wieder hochging, aber dann lief's und dann braucht man immer mal wieder ein bisschen eine Pause, um wieder Energie zu sammeln. Man hat schon immer wieder Einbrüche, aber da muss man einfach durch und dann bringt man keine Leistung aufs Pedal und dann muss man eine Stunde mit wenig Leistung fahren, wenn man mit Stoff kämpft und mit Schmerzen. Man weiß eh, noch, irgendwann ist es vorbei, nach 2 Stunden oder 3, immer verschieden. In der Nacht eindeutig, wegen der Müdigkeit, so zwischen Mitternacht und 3 in der Früh, komplett müde waren. Wer steht, verliert, doch so mancher braucht dann doch ein bisschen Schlaf. Beim Radeln werden bekanntlich viele Kalorien verbrannt, so ist auch das Essen wichtig, obwohl hier für die Begleiter und Zuschauer gekocht wird. Einen Energieschub und zu trinken gibt es auch auf diversen Buffets. Um 6 Uhr in der Früh startet die 12 Stunden Classic Challenge mit 11 Damen und 61 Herren. Auf der Strecke herrscht noch immer gute Stimmung, aber nach einer langen Nacht und jetzt bei Temperaturen um die 30 Grad merkt man einigen Fahrern dann doch bereits die Strapazen an. Mentale Unterstützung hilft da schon einmal über den Berg. Eine Massage zwischendurch kann ebenso hilfreich sein wie ein kurzes Nickerchen. Die meisten Runden nach nun 18 Stunden hat der 33-jährige Philipp Kaider in den Beinen. Er hat in dieser Zeit schon eine Distanz von über 660 Kilometer hinter sich gebracht. Das entspricht einer Strecke von Kaindorf nach Bregenz, also fast quer durch Österreich. Die beste Dame, Anke Heineken, hat 28 Runden hinter sich. Das sind ungefähr 500 Kilometer. Anna Kofler liegt 4 Runden zurück. Jetzt gesellen sich die 87 Teilnehmer und 13 Teilnehmerinnen der 6-Stunden-Marathon-Challenge dazu. Es ist jetzt kurz vor 17 Uhr. Die Fahrer sind nicht ganz 23 Stunden im Sattel. Anke Heineken kämpft sich den Weichselberg hinauf. Man sieht, dass jeder Tritt schmerzt. Cheerleader feuern die Fahrer an. Diese geben ihr Letztes, denn das Ziel ist nun nur noch etwas mehr als eine Stunde entfernt. Doch eine Gewitterfront liegt etwas näher und plötzlich auftretender Sturm sowie starker Regen zwingen nun die Veranstalter, das Rennen abzubrechen. Das bedeutet, es werden die bis zum Abbruch gefahrenen Runden gewertet. Bei den Damen ist Anke Heineken
vom Steff Ultra Cycling Team 35 Runden oder umgerechnet 626,5 Kilometer in einer Zeit von 22:57,58 gefahren. Wie war's? Hart, aber herzlich. Es ist ja nicht mein erster Bewerb, 24 Stunden. Ich nehme ja auch an diesem Cup dran teil. Also Chris Kirschen am 20. 21. Juni schon teilgenommen. Heute Kaindorf und im September Hitzendorf. Und voriges Jahr den Cup gewonnen. Den werde ich mir wiederholen. Anna Kofler von Pink Pedals belegt mit 30 gefahrenen Runden den zweiten Platz. Rang 3 geht an Linda Ines Lüchtrad von der Sportunion Tristeria mit 29 Runden. 751 Kilometer oder 42 Runden schafft Philipp Keider vom KK Cycling AT bei Trott Team. Ja, es war brutal. Es war wirklich brutal. Weil ich technische Probleme gehabt, habe zweimal die Top-Gruppen verloren und habe dann wieder aufhören müssen. Und ab 3 in der Früh war ich Erster und dann habe ich einen Vorsprung rausfahren müssen gegenüber Max. Also, es war das Härteste bis jetzt. Maximilian Kritzinger vom RC Christkirchen bringt es auf 41 Runden. Richard Melek vom Bianchi Nadres Team schafft mit 26 Minuten Rückstand ebenfalls 41 Runden. Diese 23 Stunden, die waren wieder sehr spannend. In Kaindorf ist so wie ziemlich, da geht es aber ziemlich flott weg und nachdem es vom Anforderungsprofil her auch ziemlich anspruchsvoll ist, also da ist man von Haus aus immer gleich gefordert. Der nächste 24-Stunden-Radmarathon findet am 15. und 16. September 2018 in Hitzendorf statt. Die 13. Ultrarad-Challenge in Kaindorf startet wieder am 19.07.2019 um 18 Uhr. Wer also einmal 24 Stunden im Sattel sitzen möchte, kann sich diesen Termin schon einmal vormerken.